Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte, Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Tag, ihr Lieben. Wir sind erst mittags rausgegangen, weil, ja, ich erzähle euch das gleich am Basteltisch nochmal genauer. Wir hatten eine schreckliche Nacht. Und wollten wenigstens so ein Stündchen an die frische Luft langsam hin und her gehen, damit die Hunde sich auch ein bisschen bewegen. Ja, ihr seht, es ist ein ziemlich komischer Tag. Die Sonne scheint und dann sind dicke Wolken da und dann ist wieder blauer Himmel da und unheimlich viel Wind. Wind, Wind, Wind. Also ich musste wieder den Ton runternehmen. Ja, wenn ich vielleicht irgendwelche Mikros hätte mit irgendwelchen Puscheln drauf, ich habe keine Ahnung, vielleicht würde es dann funktionieren, aber ich glaube, bei dem extremen Wind Geräuschen. Ich glaube, das wird auch nicht gehen. Ihr kennt die Gegend, wir sind wieder unten in der Senke und Mia, die muss sich erstmal wieder kullern. Ja, das Wasser im Bächlein steht relativ hoch. Es hat ja auch wieder ordentlich geregnet und es kommt noch mehr Regen. Also, ich bin nicht begeistert, das sage ich euch ehrlich. Das Land steht immer noch voll Wasser, wie wir da auch ganz genau noch sehen und auch woanders. Man sieht zwar nicht immer überall so große Pfützen, aber man sieht, dass das wirklich bis an die Oberfläche geht, das Wasser. Also das ist überall Matsch. Ja, wir gehen so still vor uns hin und dann, ja, dann sind wir schon zufrieden, gell? Mehr wollen wir eigentlich nicht. Hingesetzt haben wir uns heute allerdings nicht. Es war mir wirklich zu ruppig. Seht ihr, auf dem Acker steht es auch noch überall. Und ja, die Gräben sind auch alle relativ voll schon. Und das ja, sicher, der Boden taut jetzt und das liebe ich, so alte Zaunpfähle, so Riegelpfähle, die liebe ich, weil die sehen immer total klasse aus, wenn man so alte mal erwischt. Habe ich früher schon immer fotografiert, dieser steht in so einem, ja, in so einem Gestrüpp von alten Brennnesseln drin. Ja, da sind sie, die beiden, ne, seht ihr, da stand er. Ja, ich gehe so still vor mich hin. Muskelschmerzen, ja, mittelprächtig, Knieschmerzen, mittelprächtig, es geht, wollen wir nicht meckern. Es war schon mal schlimmer, wollen wir es mal so sagen, ne? Ganz weg ist es bei mir ja nie, wisst ihr ja selber. Guck mal, blau, blauer Himmel, ja, immerhin, ne? So, jetzt sind wir wirklich schon wieder auf dem Rückweg, wir sind fast am Auto und hatte überhaupt keine Lust zu gehen, muss ich zugeben. Aber dann denke ich an die Hunde und dann raffe ich mich doch auf. Und dann war es auch gut im Endeffekt. So, das sind meine Schätze. Ein großer Flintstone, eine leere Schnecke und noch so einen kleinen weißen Kieselstein. Hallo, hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder am Basteltisch. Ich habe nicht so richtig einen Plan. Ich wollte eigentlich diese Flasche gerne ins Regal zurückstellen, aber es gelingt mir nicht, es gelingt, frag mich nicht warum, keine Ahnung. Ja, und zwar, achso, das brauche ich, deswegen habe ich hier liegen. Habe ich heute, ja, wir waren mit den Hunden spazieren, habt ihr ja gesehen, wenn ihr wollt. Guck mal, ich habe so einen tollen Flintstone, der ist ganz, ganz scharf. Also damit könnte man schon so ein Fell abschaben oder wofür man sonst, ne, das ist richtig toll. Und so einen schönen weißen. Und eine leere Schnecke. Ich hab mal eine Zeit lang leere Schneckenhäuser gesammelt. Ich habe eine ganze kleine Kiste mit voll. Ich muss mal suchen, wo die ist. Und das hier, ganz schwer, das ist so, ich habe keine Ahnung, was das ehrlich gesagt sein soll, muss ich mal zugeben. Können wir mal irgendwo mit dran. Oh, das sieht aus wie Blei. Habe ich doch richtig gedacht, vom Gewicht her wie Blei. Plumbum. 100 Gramm. 551, was immer das ist. Ich weiß auch nicht, was das verloren hat. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist richtig schwer. Es ist richtig heavy. Es ist nicht ganz gerade. Ist irgendwo abgegangen, aber wo? Es lag bei mir in der Einfahrt, vor dem Haus. Und das habe ich unterwegs gefunden, ne? Neue Schätze. Ihr wisst ja Bescheid. Ich kann ja eigentlich alles gebrauchen. Aber das ist doch toll, ne? Sowas hier, sowas ist doch klasse. Ja, ich trinke mal ein Schlückchen Tee. Das ist nicht so prickelnd, das Papier. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß es doch. Richt euch nicht auf. Wir versuchen das mal zu schmirgeln. So, ich versuche das mal ein bisschen zu schmirgeln. Und dann färben wir das, versuchen wir das gleich mal. Also das
Wenn das jetzt nicht wird, dann ist das nicht so schlimm. Das ist so ein Versuch, den ich hier gerade mal mache. Sollen wir mal in eine andere Richtung einschlagen, sonst wird das hier unschön, wenn man das alles in einer Richtung nur hat. Ja, wir hatten eine ganz, ganz schreckliche Nacht hier. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich versuche, warte mal, kann ich vielleicht was drunter legen, dass es nicht ganz so doll halt mit dem Schmöscheln. Vielleicht nicht ganz so, ich weiß es nicht. Ja, also es fing damit an, dass ich erstmal House of Dragons geguckt habe. Da habe ich natürlich schon woanders mal gesehen, schon länger her, als es ganz neu war. Weil mein Mann war ein ganz großer Fan. Ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ich vergesse immer alles zu erzählen, was ich erzählen möchte. Mein Mann war ein ganz großer Fan von Game of Thrones. Und er hat tatsächlich noch den letzten Teil auch noch sehen können. Aber ich habe es auch schon mal erzählt. Er hat da gesagt, nee, also das ist so brutal, ich will das gar nicht mehr sehen, hat er damals gesagt. Ich weiß es noch. Ja, da war er aber auch schon wirklich sehr, sehr krank. Ne? Konnte er dann gar nicht mehr aushalten. Das war alles zu viel für ihn dann. Ja, kann man ja verstehen, wenn man sehr krank ist, will man nicht so brutale Sachen um sich herum haben. Ne? So, wir haben jetzt geschmiergelt. Ich hoffe, wir lassen es jetzt gut sein. Ne? Wir lassen es jetzt einfach mal gut sein. Ich puste es mal ab, schüttel es mal ab. So, dülle. Zeitung hier einmal drunter. Und zwar gucke ich mal ganz kurz eben, wo habe ich denn hier meine, einen Moment, da komme ich glaube ich wohl dran, hier, da, wo habe ich denn meine kleine Unterlage? Wollen wir da mit Distress Ink mal dran gehen? Oxide oder irgend so ein, ja, mal einfärben das. Ich muss mal eben gucken, wo die Sachen hingekommen sind. Unterste natürlich. Ja, ist klar, ne? Danke fürs Gespräch hier. Ja, das war klar. Geht nicht, war klar. Klar wie Klosbrühe. So, wir versuchen da jetzt mal, das ein bisschen einzufärben. So ein ganz klein bisschen. So ein bisschen einzudämpfen hier. Ja, Game of Thrones. Also mein Mann macht, es ist eine der einzige Serie, wo er jemals gesagt hat, kauf mal, als das losging, kauf mal die DVDs, also die CDs, DVDs gab es ja da schon gar nicht mehr, Quatsch. Und das haben wir natürlich dann auch so gemacht, gell? Ich habe das deswegen angeraut, weil ich glaube, dass er sonst gar keine Farbe aufgenommen hätte. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wird. Es ist jetzt wirklich ein Versuch, das in irgendeiner Form zu retten, das Papier, und zu verarbeiten. Ob es gelingt, kann ich noch im Moment noch nicht sagen. Ja. Okay. Eins, was wir hier haben, ist eine ganz große Schmiererei. Das ist, ja, aber wir kommen der Sache näher, dass das nicht so schäbig neu aussieht, gell? Wir kommen der Sache näher. Putze das mal kurz trocken. Ja, House of Dragons ist ja die Fortsetzung von Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gerne gesehen habt oder nicht. Oder ach, das ist der falsche. Nee, war doch der richtige. Petra wieder. Petra. In vielen anderen Sprachen. Ich finde den Namen Petra, ja, schön wieder vom Thema abschweifen, Fräulein. Den Namen Petra mochte ich eigentlich immer ganz gern. Ne? Ich sag das einfach so. Und in anderen Sprachen, dann sagen die Petra. Das hört sich ja an, als wenn ich Gott weiß, was so, weiß ich nicht, so ein Maschinenweib wäre, so ein Flint. Das ist ja sehr, sehr üppig, ja. Das hättest du vielleicht jetzt auch einsparen. Ja gut, wir werden mal sehen, wie es trocken aussieht. Ich schreibe es mal trocken. Wo wollte ich jetzt erzählen? Ach so, gestern Abend, ja. Dann habe ich House of Dragon gesehen. Und seht ihr die Farbe? Das hält nicht wirklich richtig gut hier drauf, wo ich nicht ich tupfe mal so ein bisschen runter, wo ich nicht geschmiergelt habe. Die Farbe, die drauf gedruckt ist, nimmt nicht sehr viel an. Ich muss eben trocken föhnen. Ich denke, es ist trocken. Und damit kann ich jetzt schon mal eher leben als das, was vorher war. Also das, was vorher war, war einfach nicht schön. Aber das ist jetzt nicht so schlecht. Wenn wir wollten, haben wir noch einen Stenzel zufällig hier. Ich renne jetzt nicht los und hole einen.
Nein, ich habe natürlich alles weggepackt. Oh, Petra, doofes Ding, doofes. Okay, wir könnten daraus zum Beispiel einen Briefumschlag machen. So, könnten wir das ganze Papier als solches verwenden. Wie machen wir das? So. Das ist jetzt sehr breit, gell? Es ist sehr breit. Die Frage, will ich das jetzt so breit haben an den Seiten? Ich habe hier den Schneidedingsbums hier. Ich glaube, ich schneide es mal einfach ein bisschen kleiner. Ja, können wir machen. Den Streifen heben wir uns dann auf und dann machen wir irgendwas anderes mit. Das brauchen wir deswegen. Der sieht nicht mal schlecht aus, der Streifen. Den können wir auch ein bisschen abschneiden vielleicht. Warte. Dann hat man zwei solche Streifen. Naja, also ich habe das gestern Abend noch lange geguckt und dann war ich so müde. Und dann wollte ich aber unbedingt noch mein Bett beziehen, weil da musste ich noch ein Kissen waschen. Das dauerte noch. Und deswegen hatte ich tagsüber noch nicht gemacht. So, ne? Deswegen war das so spät alles, was ja richtig blöd ist, sowas. Ne? Richtig blöd ist das ja. Das wissen wir ja alle. Ne? Wollen wir das so rummachen? So, ne? So. So wollen wir es machen vielleicht, gell? Machen wir einen großen Umschlag raus. So einen Hochkanten. Ich habe ganz vergessen, wie das geht. Sag mal ehrlich, wie kann Mensch... Ich vergesse sofort alles. Ne? Ich mache das 2 Tage nicht. Das ist jetzt schon noch viel länger her. Und dann habe ich einfach keine Idee, was das sein könnte. So, ich glaube, ich muss hier mal falten. Und ich muss hier mal falten. So, ich glaube, jetzt so langsam dämmert es. Ja, ich glaube, ich muss das so ausschneiden hier. Irgendwie überlegen, ob das wirklich stimmt. Ich mache hier Sachen, ne? Und da stimmt das gar nicht. Und das schrägen wir so an, ne? So war das, glaube ich, ne? Okay, wollen wir gucken, ob es stimmt? Keine Ahnung. Ja, also lang und breit, kurz und gut, alles in allem, nachdem ich es dann weggeräumt hatte und die Waschmaschine an und hin und her und kreuz und quer, war es mittlerweile 11:45. Aber ist nicht schlimm, habe ich gedacht, es läuft ja nichts weg, ne? Mache ich das jetzt so rum oder lass mal eben gucken, oder kann ich das so rum machen? Ich könnte auch so rum machen, ne? In dem Fall. Das muss auch noch weg. Okay. Wo haben wir den Knick hier? Da ist er. Da ist er. Ja, dann ins Bett ganz normal, Hörbuch an und bin so am Einschlafen und da merke ich schon, ich hatte schon den ganzen Abend gedacht, die Mia, die ist komplett unruhig, das war so untypisch, ne? Wunderte mich nur, warum ist sie so unruhig, was hat sie bloß, ne? Was ist da los, ne? Mit dem Mäuschen. So, dann könnte ich hier noch ein bisschen kürzer schneiden, das stört gerade. Ja, und dann fing die an und krabbelte da unter mein Bett. Das macht sie nie. Und da war ich schon ganz überrascht, ne? Ja, und das Problem war, ich werde das so anschrägen. Genau, ich werde das so anschrägen. Das habe ich, glaube ich, schon auch so letztes Mal so ungefähr so gemacht. Mal gucken, ob das jetzt besser hinhaut. Ist die oben oder ist die oben? Ne, die ist oben. So haben wir gesagt, ne? Die ist oben. So, und die ist da. Okay. Ach, die kleinen Strippel. Naja, warte mal. Vielleicht können wir sie doch noch gebrauchen. Wollen wir da noch irgendwas abrunden? Das wird schwierig, diese Ecke abzurunden. Das machen wir manuell mit der Schere. Ne? Das ist ja blöd, sowas. Geht, das ist ja doof. Warte mal. So. Ja, offenbar war da schon eine ziemliche Unruhe irgendwo bei den Tieren und die Katzen rannten wie falsch gell, durch die Gegend. Das war wirklich komisch, aber ich konnte mir noch nicht erklären, warum. Ne? Ja, und dann, wie ich so im Einschlafen bin, dann auf einmal ging das los mit Blitzen. Blitzen, 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 Blitzen. Ne? Ganz, ganz schlimm. Ne? Ganz, ganz schlimm. Richtig grell, das war hell erleuchtet, das Zimmer. Ne? Mich selber, trotzdem die Augen zu, war es so hell, dass ich es gesehen habe. Ne? Und dann feuchte auch sofort, fast sofort der Donner. Also das Gewitter war direkt fast schon bei uns. Und dann fing Tara an und wurde auch ganz nervös und hatte Angst. Das ist das Neueste, ne? Die hat nie Angst gehabt sonst, ne? Aber jetzt
wo sie jetzt alt wird und die Unruhe, das hat sie alles gemerkt, ne? Das ist dann nichts, ne? Ich glaube, ich klebe das jetzt so, wie es ist, zusammen und dann wollen wir das gut sein lassen. Dann haben wir einen schönen Umschlag. Gut. Ja, es war traurig, die Tiere wieder in so Schock und Panik, vor allen Dingen Mädchen dann auch und so, ne? Ach nee, das will man nicht, ne? Das möchte man nicht. Möchte man nicht erleben, ehrlich gesagt. Ja, also das Gewitter stand über uns und muss ich so rum, ne? Und es war wirklich furchtbar laut. Furchtbar laut und ganz hell. Die Katzen waren auch schon nervös. Ich bin dann natürlich aufgestanden, habe im ganzen Haus, wo ich habe, die Rouladen runtergenommen und ganz so gut ich so gut es geht, die sind nicht alle ganz heile mehr. Und dann habe ich sie halt runtergezogen. So, das kann ich jetzt, damit kann man doch jetzt leben, oder? Ne, das geht doch jetzt, ne? Damit kann ich doch jetzt leben. Jetzt habe ich doch da einen schönen, jetzt machen wir da einen Aufkleber oder irgendeine Truppe. Warte mal. Marielle schon, mein Liebes, wo hat die das? Ich habe doch hier so viel Zeug inzwischen, das ist furchtbar. Mal schauen, hier könnten die Größeren dabei sein. Ja, und das war also, das hat lang gedauert. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie, ich hab nicht auf die Uhr geschaut, aber ich, für meine Vorstellung hat es lang gedauert. Und war sehr, sehr, für die Tiere sehr, sehr belastend. Die hatten wirklich Angst. Wirklich, wirklich große Angst. Das war ganz, ganz panisch alles. Ja. Und dann kam Tara ja auch noch hoch. Auch Angst, Angst, Angst. Life is a journey. Haben wir irgendeinen schönen Spruch? Follow your dreams, they know the way. Follow your dreams. Jo, braun, braun, braun. Was haben wir denn da? Happiness is homemade. Wollen wir den nehmen? Ist ein bisschen groß, ne? Guck mal, was man alles hat hier. Was haben wir denn? Picture perfect. Mit Blau ist nicht so prickelnd, ne? Hier. Miracles come when you least expect them. Wollen wir das so vielleicht überlegen? Da haben wir noch ein kleineres. A family is a circle of love. Ui, ja, manche haben das Glück, ne? Da hören nicht alle bei. There are always flowers for those who want to see them. Matthias. There are always flowers. Ja, auf jeden Fall war das eine Horrornacht. Tiere total panisch, total Angst. Beide verkrochen sich dann unter meinen, waren unter mir, war schon Stunden vorher, also eine Stunde vorher unter, das war so gegen eins, denke ich, dass das Gewitter losging. Unter mir war schon eine Stunde vorher oder unterm Bett und hampelte darum, in der Ecke gedrückt und dann fingen sie am Schrappken am Boden an. Also, boah, da war wirklich Stress, ne? Das war wirklich, wirklich Stress. Arme Dirken hatte Angst. Das war aber auch wirklich ein extremes Gewitter. Jetzt habe ich jetzt überhaupt keine Gewitterangst, muss ich zugeben. Kriege ich das hier mit abgeschnitten? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ja? Nee, schaffe ich nicht, merke ich schon. Und ich hätte, normalerweise wäre ich einfach im Bett liegen geblieben und hätte das Hörbuch eine Nummer höher gestellt, lauter gestellt und dann wäre ich eingeschlafen. Also Gewitterangst habe ich noch nie gehabt. Mein Mann, der war da anders, dem waren die auch nicht geheuer, ne? Aber die Hunde hatten richtig Schiss, richtig Panik. Es war ganz, ganz schlimm, ne? Ja. Ja. Das kann man nicht gut haben, wenn Tiere in so Panik verfallen, gell? Das kann man nicht haben. Und man kann ihnen ja auch nicht wirklich helfen. Man kann nur da sein und mehr ist nicht zu tun. Mehr kann man nicht, ne? Hopp. Ja. Naja, auf jeden Fall, das waren sehr unruhige Stunde oder wie lange das ganze Zaubere ging. Und ja, Endeffekt, ja, dann war ich weiß nicht, das war dann schon 2 Uhr rum. An Schlaf war natürlich nicht zu denken, da mussten die Hunde erstmal raus und dann war dies und dann war das und dann war jenes. Wisst ihr, wie es so ist, ne? Also ich finde das jetzt nicht mal so schlecht, oder? Wollen wir den mal so ein bisschen noch einfärben an den Ecken? Ja, was nehmen wir denn da? Oder nehmen wir da schwarz direkt? Wollen wir mal gucken, wie sieht das aus? Wollen wir mal gucken?
Oh ja. Wir nehmen mal schwarz direkt, dann haben wir da einen richtigen Kontrast drin. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Kontrast ist immer gut. Hier auch. Ja, so kann ich jetzt das Papier wenigstens benutzen. Und ich hätte sonst nicht viel mitmachen können. Aber wenn man das so auf alt trimmt, finde ich, kann man es benutzen. Ne? Finde ich schon. So. Ist ein schöner Briefumschlag. Gefällt mir. Wollen wir da noch einen Verschluss dran machen oder wollen wir das lassen? Ja, ich glaube, hier gehe ich noch mal so ein bisschen mit der Schere kurz rein und mache es mehr zur Mitte. Warte mal, kriegen wir das noch hin? Ja, das kriegen wir noch irgendwie hin. Warte. Ja, das kriegen wir hin. Seht ihr, so finde ich das dann schöner. Ne, so eine Ecke so, dass man wirklich was reinschieben kann. Naja, dann sind wir wieder aufgestanden, dann sind wir, als es dann nachließ, und dann sind wir wieder runtergegangen und dann habe ich da unten in der Wohnung gesessen, habe noch ein bisschen was zu trinken mir geholt, weil inzwischen hatte ich so einen Durst und war so müde, könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann habe ich am PC gesessen wie so ein Blödi und wusste jetzt auch nicht, was will ich. Vor allen Dingen, die Hunde kamen auch nicht so wirklich zur Ruhe. Die Mia war am Zittern, dann fing sie an zu husten. Die hat ja diesen Herzhusten, der leider im Moment wieder ein bisschen mehr wird. Leider. Sehr, sehr schade. Leider, kann ich nur sagen. Nee, das ist zu schade. Ich suche gerade ein Papier für ein Tag oder für... nee, das geht auch nicht. Eieieiei. Wir denn da wohl irgendwas? Wäre da irgendwie ein größeres Papier noch vom... Da ist noch was Großes hier. Ist nicht richtig passend, aber ist egal. Ist nicht. Ist egal. Das Blau passt jetzt leider nicht. Ah, da habe ich so schönes altes Papier noch. Dann machen wir gleich einen Tag dafür. Da haben wir noch so was Durchsichtiges. Gucken wir mal, was wir so finden. Gucken wir mal, was wir so finden hier. Ja, also das war, und dann habe ich da gesessen, habe wieder den PC, wieder, also Laptop wieder angemacht, habe noch dies, habe noch das. Ja, dann war ich inzwischen ja auch helle wach, brauchte ich vor, könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, ne? Dann irgendwann ist ja dann auch gut, ne? Dann ist man ja auch wirklich helle wach, ne? Und hat dann auch keine Meinung mehr mit Einschlafen. Naja, irgendwann bin ich dann wieder nach oben gegangen. Ins Bett, die Hunde blieben dann unten, die hatten sich dann inzwischen jetzt etwas beruhigt, die haben auch Bachblüten bekommen und so, ne. Ach, die habe ich auch noch mal geschenkt bekommen von jemandem, die sind auch sehr schön, guck mal. Dann habe ich hier so Papiere, sowas alles, oh Mensch, hier sind ja noch Schätze und Schätze. Vögel haben wir noch, komm, jetzt mach es, jetzt ist gut. Petra, du krabbelst ja auch noch 1 Million Jahre. Du fällst noch ins Koma vor lauter Krabbeln. Krabbel, krabbel, krabbel. Ja, krabbel, krabbel, krabbel. So, das ist der Umschlag. Wir haben, ja, entweder hätten wir das, passt aber auch nicht, oder wir haben das. Puh, ja, dann nehmen wir das. Gut, dann nehmen wir das. Nehmen wir das. Okay. Da soll ja was rein, ne? Dann nehmen wir das. Ja, da war die Nacht für mich gelaufen, ne? Dann ganz spät erst ins Bett und dann konnte ich dann natürlich nicht mehr einschlafen, ne? Das braucht man ja wahrscheinlich nicht extra betonen, ne? Ja. Ich wollte jetzt hierfür so ein Kärtchen machen. So, wisst ihr, so ein Kärtchen. Ach, das passt ja sogar. Können wir da irgendwas machen? Lass mich eben überlegen. Ist irgendwie so ein bisschen blöd, ne? Ach, ist wieder irgendwie so ein bisschen blöd. Hier ist noch auch noch so Zeugs. Was ist das denn hier? Nee. Ach, das gefällt mir. Das können wir wirklich mal wegtun jetzt, gell? Haben wir hier irgendwas dabei, was wir hier noch verwenden können? Ach, da habe ich auch noch so kleine Tags. Ui, wusste ich gar nicht, was ich alles habe. Ich habe das gar nicht eingeräumt, das Meisterscheißzeug hier. Mistzeug, blödes. Das ist furchtbar. Ach, das ist ja gleich lang. Das ist ja wunderbar. Dann können wir das ja irgendwie
ein bisschen verbreitern, das Teil hier. Schneiden wir mal ab hier, gell? Das schneiden wir es mal ab. Ich versuche das jetzt zusammenzustückeln, dass wir da irgendwie... Warte mal, wo habe ich den Strich gemacht? Ja. So. Ist das jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Kannst du das sagen? Ich weiß es. Ich weiß es einfach nicht. So, das müsste ich jetzt draufkleben. Haben wir jetzt einen Kleber hier? Einen Kleber. Nehmen wir den. Ja, nehmen wir den. Okay, nehmen wir den. Ja, also ich war total gerädert. Jetzt fällt das auch wieder in den Dreck rein, da unten. Ich sehe es nicht mal mehr. Doch. Ich sehe es, aber jetzt komme ich wieder nicht vom Tisch weg. Ach, wisst ihr was, das ist zum Kotzen hier. Die Katze liegt auch noch hinter mir. Immer in den Dreck da unten. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum immer alles erst in den Dreck fallen muss da unten. Verstehe ich nicht. Haare dran, na klar, weil überall Hunde rumlaufen. Ja, fähig auch nicht alle 10 Sekunden. Hier in der Küche. Jetzt aber ordentlich hier mal das machen. So, dulle. Gucken, jetzt ist er wahrscheinlich zu breit. Aber egal, da machen wir uns jetzt keinen Kopf drüber, gell? Da machen wir uns jetzt gar keinen Kopf drüber. Ja, die andere Seite. Und ja, da war ich heute Morgen natürlich wirklich gerädert. Das muss ich ehrlich sagen. Also da hatte ich den Kuchen aber wirklich auf. Also die Nerven. Und die hatten eine Angst. Also das war sehr, sehr ungewöhnlich. Wirklich. Es ist nicht so üblich, dass sie so eine Angst haben. Ich weiß nicht, passt es denn jetzt rein? Wollen wir es mal einmal testen, bevor wir weiterarbeiten? Passt wunderherrlich rein. Guck. Siehste. Kaktus in der Wieste. Wo haben wir denn die Ecken? Den Eckenkrümpler. Okay. Müssen wir irgendwas drauf machen? Noch irgendein Motiv? Fällt uns da was ein? Was haben wir denn hier? Guck mal, hier haben wir so Vögelchen, Ja, wir hätten das Bild mit den Vögeln, könnten wir tatsächlich nehmen. Also warum nicht? Ja, why not? Ich schneide es aus. Okay, dann nehmen wir da Vögel. Vögel und Blumen widerspricht sich ja nicht unbedingt. Das war das, was mir in der Hand gefallen ist. Blumen wären mir jetzt auch lieber gewesen. Aber ist egal. Wir können doch damit arbeiten, das ist nicht schlimm. Die müsste ich irgendwie ausstanzen. Also was mache ich damit? Warte, was wir überlegen. Kann ich die ausschneiden? Nicht wirklich gut. Einmal. Schneiden. Zweimal. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht. So, gut. Jetzt haben wir zwei so kleine Össeldinger-Küss. Ein großes Ding. Zwei kleine Dinger-Küss. Können wir da irgendwas nicht tun? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ach, das war das Notenpapier. Das tun wir weg. Das haben wir ja benutzt. Dann haben wir hier sowas. Ist leider nicht sehr kontrastreich. Dann haben wir noch sowas. Wollen wir das auf die Rückseite nehmen vielleicht, dieses hier? Ja,
schneide es mal ab. Mal gucken. Zum Schreiben so, ne? So ungefähr, ne? So zum Schreiben. Ja. Ja, wir arbeiten mit dem, was uns gerade so mehr oder weniger der Zufall in die Hände spielt. Das muss einen Sinn ergeben. Ob das wirklich geht, weiß ich selber noch nicht genau. Das werden wir ja dann auch gleich mal feststellen, ob das funktionieren kann. So, warte, das brauche ich gerade. Machen wir auch. Ja, was habe ich mir? Ich habe nur einen Zettel gehabt. Warte mal, ich habe wieder nichts zu erzählen. Ach so, ja, möchte ich mich bedanken. Ich habe kurze Nachrichten bekommen. Die Büchlein, die Verschenkebüchlein sind angekommen. Leider offensichtlich dieses andere mit dem Grün, wisst ihr, mit diesem Schmetterling, den Leporello. Der ist anscheinend nicht angekommen. Ich habe leider nichts gehört. Also ich hoffe, dass es noch heil ankommt, weil ich habe es ja diesmal riskiert und habe es einfach so als Brief geschickt. Die waren ja nicht so groß, ne? Ja, also danke für die Rückmeldung. Man freut sich ja dann immer und denkt immer, hoffentlich kommt alles heile an. Ist ja klar, ne? Überlegt man ja immer so, ne? Ich muss mal eben ein bisschen Platz schaffen hier. Und habe ich noch was aufgeschrieben? Sturmgewitter, ja. Keine Ahnung, was das heißt. Ach ja, Instagram, da bin ich ja mehr oder weniger einfach nur hin und wieder mal so ein paar Bilder. Also ich beteilige mich da auch nicht mehr. Also mir ist das wirklich zu... Miro, machen wir das jetzt? Ich mag Instagram nicht sehr gerne. So, wollen wir das so vielleicht sagen? Warte mal, ist das jetzt hinten oder ist das jetzt hinten? Ist das jetzt vorne, das ist hinten und das ist hinten? Ist das zum Schreiben? Ja. Dann würde ich sagen, ist das zum Schreiben, oder? Was meint ihr? Und für vorne müssen wir uns dann... wo habe ich das Bild? Da. Ja, genau, so machen wir das. Das klebe ich auf. Ah, oder, wird das eine Tasche? Ach, das wird ja albern. Ach, komm, klebet auf. Ja, könnte man jetzt als Tasche machen, aber, ach nee, muss jetzt nicht sein. Das wird mir alles schon wieder zu viel. Nee, da habe ich jetzt auch selber keine Lust zu. Dieses Gehampel ewig, noch eine Tasche, noch dies und da kannst du klappen und hin und der und kreuz und quer. So, dann ist das die Rückseite, auf der man schreiben kann. So, hoffentlich hält es jetzt schön. Und dann haben wir hier, haben wir noch so wunderbares Paperchen. Können wir das mit dieser Schere schneiden? Wollen wir versuchen? Oh ja. Ich glaube, das klappt. Das habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, wo man sowas bekommt, muss ich zugeben. Ich habe keine Ahnung. Ich tue den Rest auch wieder weg. Ich bin da sehr, sehr sparsam mit diesen Dingen. So, wunderbar. Das kommt wieder in die Kramkiste zurück. Genau. Ich brauche definitiv einen dunklen Untergrund. Einen richtig dunklen Untergrund, am allerliebsten was Schwarzes sogar. Da sehe ich nämlich gerade was glitzern. Nee, muss ich wieder hoch, Oma, glaubt es nicht. Petra, da ist was Schwarzes hier. Ist das breit genug? Nein. Psch, haben wir was Besseres? Gucken, vielleicht haben wir was Dunkelbraunes. Hier, wir haben was Dunkelbraunes. Andere würden sowas längst weggeworfen haben. Du siehst ja, man kann es immer wieder verwenden. Immer wieder können wir nicht verwenden. Wir machen mal ein klein bisschen. Drumrum. Ich habe vergessen, was ich erzählen wollte. Ehrlich gesagt, ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Meine Gedanken sind auch ganz woanders. Ich hatte nämlich jetzt gerade
Ich habe ja diesen Blog, mein privates Tagebuch, und da habe ich mir gerade die letzten Entschuldigung, musste sein, ich konnte es nicht erinnern. Die letzten Tage, als mein Mann noch lebte, und also, oh, dann ist man wieder vollkommen fertig. Es war eine wirklich schlimme Zeit. Wisst ihr, was besonders mir, das habe ich längst vergessen gehabt, das muss ich zugeben. Ich vergesse ja auch vieles, Gott sei es gedankt wahrscheinlich, sonst würde man ja verrückt werden. Ich weiß wohl, dass ich dann irgendwas, einen Film hier von meinem Gelände eingestellt hatte bei Dingens hier bei, sag schnell, YouTube. Und daraufhin kriegte ich wirklich sehr unfreundliche Ansagen. Also das war wirklich schäbig, ganz, ganz ehrlich, das war wirklich, wirklich schäbig. Und das war so schlimm, dass ich den Beitrag auf privat gestellt habe. Ich hab sonst nichts auf privat gestellt, niemals. Hier ist noch was Schönes, das können wir doch benutzen hier, oder? New Fairy Roses steht da. Puh. Machen wir das jetzt ganz darunter? Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall das Stückchen hier. Wir nehmen das auf jeden Fall. Die Vögel weiß ich noch nicht, ob ich die überhaupt gebrauchen kann. Kann ich das irgendwie einfärben? Ich vermute nicht, ne? Dieses kann ich nicht einfärben, oder? Geht das? Okay, jetzt holen wir mal eben Papier. Hatte ich doch schon mal hier irgendwo was hier. Ja, es geht, tatsächlich. Es geht. Hier ist Klebeband. Oh, hoffentlich ist es nicht wieder das Klebeband, was nicht klebt. Also dann könnte ich ja ausrasten. Oh. Kleben tut es schon, aber ich krieg's nie auseinander. Ne? Also warte mal, erstmal hier drauf. Dann abziehen, bitteschön. Ja, da haben wir es doch. Ich krieg's ab, alles gut. So. Dann kleben wir das auf. Ja, mal gucken, ob das hält. Ah. Ja, ich bin bald fertig. So die halbe Stunde schon wieder voll gequatscht. Voll gebastelt und gequatschelt. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. So, dann hätten wir hier. Achso, die Vögel. Ja, kriegen wir die denn jetzt irgendwie. Aua! Ach, warte mal, versuche es mal eben auszuschneiden. Vielleicht kriege ich es irgendwie ausgeschnitten. Das ist irgendwie so. Mit dieser Ecke sieht ja blöd aus. Ne? Ja, ich sehe schon ein. Das sieht doof aus. Machen wir auch nicht. Machen wir gar nicht. Richt euch nicht auf. Wir machen es ja nicht. Wir tun es ja gar nicht. Wir haben jetzt zwei so Tweety-Vögel. Einer hier. Und einer hier passt natürlich nicht drauf. Ist schon klar, ne? Du bist, ne? Ach, Mist. Kriegen wir das jetzt irgendwie hin? Ich versuche das mal auszuschneiden. Versuche das auch mal auszuschneiden. Dann müsste ich hinten wegschneiden hier. Das hat ja keinen Sinn. Das ist zu wuchtig, ne? Das ist zu wuchtig. Das brauchen wir nicht. Ich klebe das jetzt ohne Wenn und Aber auf. Ich gucke jetzt auch nicht noch 100 Mal. Tue ich nicht. Klebe es einfach auf. So. Okay. So. Und dann kommen da noch so
irgendein Etikett noch drauf oder ein oder zwei. Mal gucken, was wir gleich haben. Da ist er. Warte mal. Klebt er schon an meinem Ärmel. An meinem Ärmel klebt er fest. Machen wir das jetzt so? Lass mal eben überlegen. Warte. Nee, das machen wir nicht so. Das machen wir nicht so. Das machen wir so. So, jetzt kleben wir das mal eben fest. Jetzt suchen wir noch ganz schnell kleine Etiketten raus. Vielleicht finden wir da irgendwas Kleines. Warte mal hier. Ist da was dabei? Warte mal, vielleicht haben wir Glück und. Ist noch gar nicht. Was ist denn hier los? Doch, doch, doch. Hier sind doch kleinere. Auch. Hoffe ich. Ups, hier Luft. Hier ist eins zum Beispiel hier. Das würde drauf passen. Das ging. Und jetzt brauchen wir hier noch ein kleines. Gibt es denn so ganz kleine? Nein, gibt es nicht. Bin ich im falschen Film hier? Nee, bin ich in der falschen Abteilung. Das ist blöd. Die sind nicht klein genug. Aber ich habe, glaube ich, braune, die ganz klein sind. Ich guck mal. Moment, einmal wieder rein. Oh, ich dachte, hier wären ganz kleine bei. Leider nicht. Wenn du denkst, dann denkst du. Wie geht das? Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Oder irgendwie war das doch so ein komisches Lied. Wie war denn die Musik? Weiß ich die noch? Hier ist schwarz. Da sind auch ein paar kleine dabei. Ja gut, dann bauen wir mal mit schwarz. Können wir ja einfärben. Mein Gott, ja, geht doch alles. Geht doch. Hier. Passt nicht. Okay. Ich hatte doch gerade so eine Nummer gesehen. Habt ihr die nicht auch gesehen, diese Nummer? Da ist zwei. Da, zwei, würde doch sogar gehen. Zwei. Zwei Vöglein. Hier, was haben wir denn? Da ist überall was draufgeschrieben. Collected by. Das ginge auch noch. Collected by. Aber für unten habe ich noch nichts. Me too. Und dann könnten wir collected by so machen. So. B2 ist nicht so wirklich toll, gell? Nicht so wirklich. Ist das nicht furchtbar? Da hast du so viel Auswahl und immer noch nicht Bookmist Depot. Das machen wir so. Okay. Ich glaube, von diesen habe ich überhaupt noch nie eins gebraucht. Jetzt können wir gleich drei verwenden. Komm wieder rein ins Kabäuschen, ins Häuschen. Jetzt sind sie durcheinander. Egal. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Ja. Okay. Geh wieder rein. Ich habe vergessen, was ich erzählen wollte. Irgendwas wollte ich bestimmt wieder von mir geben, aber ich habe es leider vergessen. Wird nicht weltbewegend gewesen sein, wahrscheinlich, vermute ich mal. Ist das auch so zum Aufkleben oder ist das zum. Der nicht. Ist der zum Aufkleben? Doch! Die sind doch zum Aufkleben. Ich dachte nicht, dass es wäre, aber naja. Na. So. Number two. Kriegen wir das ab? Ja, kriege ich ab. Kriege ich wunderbar ab hier. Zwei. Und das, kann man das auch abziehen tatsächlich? Oh. Ich glaube fast nicht, oder? Versuch es nochmal. Doch. Meine Güte, was ist das hauchdünn? Ja. Also ich muss das hier so möglichst so gerade wollte ich hin. Ja,
möglichst gerade. Das mache ich nicht so wirklich gerade, aber egal. So, dann färben wir das jetzt ein. So. Das kann weg. Das kann weg. Hier haben wir noch. Das muss ich da wieder reinstecken, sonst vermisse ich das. Ja, das war das. Gut, okay. Jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Grün. Ne, braucht kein Mensch das bisschen Grün, gell? Braucht kein Mensch. Das hebe ich noch auf. Das ist aus einem ganz, ganz alten Buch. Das heben wir nochmal auf. Das können wir woanders nochmal verwenden. So, jetzt haben wir das so gemacht. Jetzt haben wir einen Tag zum Reinschieben, so ein Kärtchen. Jetzt haben wir hier so ein Verschluss, kann ich noch überlegen. Das weiß ich jetzt noch nicht im Augenblick genau. Guck mal. Das tun wir mal gerade alles weg. Brille. Was ist das eigentlich? Ach, ein Spachtel. So. Das können wir auch noch mal verwenden. Guck mal, das schmeißen wir alles nicht weg. Das ist ja schwer. Das ist richtig klasse. Das kann man so zum Beschweren demnächst irgendwo benutzen. Das färben wir noch ein bisschen ein. Ne? Habe ich vergessen. Habe ich noch nicht gemacht. Ja. So. Also das gefällt mir jetzt ganz gut. Dann, so kann ich damit leben. Ne? Dann haben wir da ein Kärtchen drin. Können wir drauf schreiben, wenn wir wollen. Können wir noch weiter verzieren, wenn wir wollen. Aber es ist auf jeden Fall was, was man in ein Buch gut mit einschieben kann oder einstecken kann, weil es auch nicht sehr dick ist. Es ist ja nur dieses normale Papier. Und man könnte jetzt noch stenzeln. Aber ich habe jetzt keine Stenzel hier und deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Ja, das war es von mir von heute erstmal. Heute ist Dienstag. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich jetzt hier wirklich vorhabe. Ob ich morgen filme, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht den Termin verpasse für unser gemeinsames Bastelprojekt in irgendeiner Art, ne? Naja. Ich könnte das ja auch mal dann fotografieren. Machen wir das einmal so und so. Haben wir den weißen Untergrund? Mit Sicherheit wieder nicht, ne? Haben wir wieder nicht. Ist wieder der gleiche. Ist wieder der gleiche Ablauf. So. Ich sage Tschüss für heute. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.